Liebe Zuschauer, es ist geschafft, es ist Freitag und damit herzlich willkommen zu unserer Sendung Live ab 6. Ich freue mich, dass Sie mit uns ins Wochenende starten, denn wir haben wieder zahlreiche Berichte für Sie vorbereitet. So haben wir beispielsweise unseren ehemaligen Kollegen Lukas Otte im Gespräch, aber zunächst erhalten Sie die Nachrichten des Tages sowie das Wetter. Nach einem Leichenfund bei einem Wohnhausbrand in Neuwied laufen gegen einen 27 Jahre alten Mann Ermittlungen wegen eines Tötungsdeliktes. Die Feuerwehr hatte bei Löscharbeiten in der Nacht zum Donnerstag eine tote Person geborgen. An der Leiche wurden nach Angaben der Staatsanwaltschaft Koblenz Spuren von Gewalteinwirkung gefunden. Das Obduktionsergebnis stehe allerdings noch aus, teilten die Ermittler mit. Der Verdächtige sei derzeit nicht vernehmungsfähig, gegen ihn sei ein Haftbefehl beantragt worden. Anwohner hatten die Rettungskräfte wegen des Feuers alarmiert. Nach ersten Angaben der Polizei brannte das gesamte Haus beim Eintreffen der Feuerwehr. Ein Übergreifen der Flammen auf andere Häuser sei verhindert worden. Eine Person sei gerettet und mit schweren Brandverletzungen in eine Spezialklinik gebracht worden. Eine andere habe nur noch tot geborgen werden können. Der Verdacht gegen den 27-Jährigen geht nach Angaben der Ermittler auf die Aussage eines Zeugen zurück. Ihm gegenüber soll sich der Verdächtige nach Ausbruch des Brandes entsprechend geäußert haben. Die Identität der toten Person, die genaue Brandursache und die Schadenshöhe waren zunächst unklar. Die Ermittlungen dauern an, auch was die Frage angeht, ob der 27-Jährige möglicherweise eingeschränkt schuldfähig war. Bei ihren Ermittlungen zur Katastrophe an der Ahr prüft die Staatsanwaltschaft Koblenz ein Gutachten, in dem die Flut vom Juli 2021 als Ereignis von hoher Komplexität bezeichnet wird. Das vor wenigen Tagen eingetroffene Gutachten des hydrologischen, also wasserkundlichen Gutachtens werde auch zur Frage ausgewertet, ob frühere Warnungen zu einer Vermeidung von Todesfällen geführt hätten, teilte am Freitag der leitende Oberstaatsanwalt mit. Die Komplexität der Sturzflut vom 14. und 15. Juli sei im Vorfeld nicht abzusehen gewesen und habe sich auch nicht durch die Modellierungen prognostizieren lassen, zitierte die Staatsanwaltschaft aus dem Gutachten des Sachverständigen. Große Mengen an Treibgut seien flussabwärts transportiert worden, was an zahlreichen Brücken zu Verklausungen geführt habe. Als diese Stauungen aufgebrochen seien, sei es lokal zu schwallartigen Wellen gekommen. Auch die hohe Fließgeschwindigkeit in bebauten Gebieten habe eine Rolle gespielt. Die Pegelprognosen hätten am 14. Juli ab 14.22 Uhr gereicht, um von einem Hochwasser größer als 2016 auszugehen, hieß es. Der im Juni 2016 erreichte Scheitelabfluss der Ahr habe schließlich etwa 20-25% von dem betragen, was im Juli 2021 erreicht worden sei. Am Unterlauf sei das Hochwasser erst später eingetreten, und zwar in Bad Neuner-Ahrweiler zwischen 23 Uhr und 23.30 Uhr und in Sinzig, dort mündet die Ahr in den Rhein, ab 2 Uhr früh. Bei der Flutkatastrophe im Ahrtal kamen 134 Menschen ums Leben, unter ihnen 12 Bewohner eines Wohnheims für Menschen mit geistiger Behinderung in Sinzig. In rheinland-pfälzischen Impfzentren und Arztpraxen steht ab kommender Woche für die Corona-Auffrischungsimpfung ein angepasster Impfstoff gegen die Omikron-Variante BA1 zur Verfügung. Nach Zulassung durch die Europäische Arzneimittelagentur, kurz EMA, am 1. September würden die neuen Impfdosen noch am Freitag ausgeliefert werden, teilte das Ministerium für Arbeit, Soziales, Frauen und Gesundheit mit. Das Vakzin wirke dabei auch besser gegen die derzeit vorherrschende BA5-Variante als die Impfstoffe der ersten Generation. In der kommenden Woche wird das angepasste Vakzin durch mobile Impfteams auch in Pflegeeinrichtungen verimpft. Grundimmunisierungen werden dagegen weiterhin ausschließlich mit dem ursprünglichen Impfstoffen der Hersteller vorgenommen. Am Samstag ist morgens der Himmel bedeckt, die Sonne ist nicht zu sehen und die Temperatur liegt bei 15 Grad. Darüber hinaus kann es am Nachmittag und am Abend immer wieder regnen. Vergessen Sie also nicht Ihren Regenschirm. Die Temperaturen liegen zwischen 16 und 19 Grad. Nachts ist der Himmel bedeckt bei einer Temperatur von 15 Grad. Soweit das Wetter für die Region Koblenz-Mittelrhein. Thank you.
TV Mittelrhein präsentiert die Mega-Wiesengaudi beim 8. Koblenzer Oktoberfest. Vom 9. September bis zum 8. Oktober 2022 auf dem Koblenzer Messegelände. Das schönste Oktoberfest in Rheinland-Pfalz. Mit dabei sein die Schützenjäger, Mia Julia, viele kölsche Top-Bands wie Brings, die Höhner, Barweier, die große Mallorca-Party, Voxclub und viele andere bei frisch gezopften. Erleben's außerdem die große Afterwiesen-Party in Lichters Almhütte. Ozapfdies beim Koblenzer Oktoberfest 2022. Alle Infos unter www.koblenzer-oktoberfest.com. Tickets gibt's unter ticket-regional.de. Präsentiert von TV Mittelrhein. Bäume lösen nicht das Klimaproblem, aber sie sind ein smarter Zeitjoker, damit die Energiewende gelingen kann. Deshalb Bäume pflanzen und Wälder schützen. Wir kommen von Österreich direkt zu euch nach Deutschland, nach Koblenz. Das schönste Oktoberfest in Rheinland-Pfalz. Das Hausmittel gegen schlechte Laune. Ozapfdies beim Koblenzer Oktoberfest vom 9. September bis zum 8. Oktober 2022. Ich freue mich nahe dabei. Tickets gibt's unter ticket-regional.de. Präsentiert von TV Mittelrhein. Da sind wir dabei. Seine Leidenschaft ist das Wandern. Doch das wurde für Josef Bader immer beschwerlicher. Vor 10 Jahren wurde bei ihm Arthrose im Knie festgestellt. Vor 2 Jahren konnte er kaum noch gehen. Die Schmerzen im Knie, die waren so stark, dass ich weder radeln konnte, ich konnte nicht Treppen steigen. Josef Bader hat es geschafft. Sein Knie kann er wieder schmerzfrei bewegen. Geholfen hat ihm letztendlich Rosa Xan. Rosa Xan zum Diätmanagement bei Schmerzen und Gelenksteifigkeit bei Gonarthrose. Zunächst geht es für uns in die Bäckerjungstadt Andernach. In der sogenannten essbaren Stadt ist bekanntermaßen immer was los. Und was es Aktuelles, so Neues aus der Stadt am Rhein gibt, das erfahren Sie nun. Mit über 600 Jahren ist der Michelsmarkt in Andernach eines der ältesten Volksfeste in Deutschland. Nach 2 Jahren Zwangspause kann der Traditionsmarkt nun vom 23. bis zum 27. September endlich wieder stattfinden. Eröffnet wird das Spektakel vom Andernacher Oberbürgermeister Achim Hütten höchstpersönlich mit einem zünftigen Fassanstich. Und das Angebot ist wieder einmal riesig. Das Angebot ist eigentlich gegliedert in 2 Abteilungen. Das eine ist der Kirmesbereich. Da haben wir ein sehr großes Angebot und immer noch eine gute Nachfrage über Riesenrad, Autoscooter, einige Rundfahrgeschäfte, die gute altbewährte Cortinabahn und natürlich mehrere Kinderfahrgeschäfte. Und dann wird das abgerundet durch Reihengeschäfte bzw. Verlosungen etc. Also ein breites Angebot. Und der andere Bereich ist der Händlermarkt, wo leider durch Corona bedingt einige Händler nicht mehr fahren, nicht mehr aktiv sind. Da haben wir noch gut 100 Händler in der Stadt und wir hoffen, dass wir die Straßen voll bekommen. Gerade an den Schaustellerbetrieben ist die Corona-Zeit nicht spurlos vorbeigegangen. Um den auch von Personalmangel gebeutelten Schaustellern unter die Arme zu greifen, hat die Stadt ihre Standgebühren um 20% gesenkt. Und auch sonst zieht es die Betriebe alljährlich an den Rhein. Die Schausteller, Kermesbereich, kommen sehr gerne nach Andernach, weil das hier im nordischen Rheinland-Pfalz neben dem Lukasmarkt in Main die größte Veranstaltung ist. Sind auch geschäftlich sehr zufrieden. In den Händlerbereichen ist es ähnlich. Also wir haben schon sehr, sehr viele Angebote der Händlerschaft. Wir versuchen natürlich einen Mix aus Qualität und Quantität herzustellen, was uns hoffentlich ganz gut gelungen ist. Aber wie gesagt, das Handicap ist Corona-bedingt, sind viele, die nicht mehr kommen. Das ist halt eine schwierige Zeit gewesen für viele und die fahren halt eben immer auch alters, viele natürlich auch altersbedingt. Nichtsdestotrotz denke ich mal, dass die Händlerschaft und Schaustellerschaft sehr gerne nach Andernach kommt, weil die sich einfach hier wohlfühlen. Weil wir sind im Rheinland und im Rheinland ist es halt immer auch eine recht lockere Atmosphäre und deshalb kommen die auch gerne nach Andernach. Das ist eins der ganz großen und herausragenden Ereignisse, das wissen wir auch aus Umfragen, für die Bürgerinnen und Bürger dieser Stadt, für die Gäste aus der näheren und weiteren Umgebung, aufgrund der großen Tradition, aber auch aufgrund der großen Attraktivität unserer Innenstadt und dessen, was die Schausteller, die Gastronomen, aber auch die Händler an diesem Wochenende in Andernach bieten. Für Oberbürgermeister Achim Hütten wird dies wohl der letzte Michelsmarkt in seiner Funktion sein. Und so hat er denn auch die diesjährige Schirmherrschaft über den Markt der Künste übernommen.
Ja, ich bin Schirmherr des Michelsmarktes der Künste, des 49. Michelsmarkt der Künste. Da freue ich mich drauf. Denn zusammen mit Michelsmarkt, der ja seit 1407 in Andernach stattfindet, findet seit 49, also fast 50 Jahren in Andernach, der Michelsmarkt der Künste statt. Und da bin ich dieses Jahr Schirmherr. Sicher auch dem Umstand geschuldet, dass es mein letztes Jahr als Oberbürgermeister während der Michelsmarktzeit in Andernach ist, nach über 30 Jahren dann. Andernach steht also in den Startlöchern. Und natürlich werden auch wir vor Ort sein, wenn sich die Stadt am Rhein mal wieder von ihrer besten Seite präsentiert. Wir haben diese Woche ja bereits über das Brückenfest der Geierlei berichtet und hier ist auch unser ehemaliger Kollege Lukas Otte aufgetreten. Diese Gelegenheit hat Mario Specht natürlich genutzt und hatte den DSDS-Halbfinalisten im Gespräch. Ja, auf dem Brückenfest hier in Mörsdorf natürlich, wer darf da nicht fehlen? Lukas Otte, und du hast gerade eben musikalische Einladung hier vom Einlagen, heißt das, nicht Einladung, vom Besten gegeben. Und bist du froh, dass es endlich wieder losgeht? Wir haben ja gerade eben auch gehört, hier 2 Jahre Corona-Pause, was das Brückenfest betrifft. Wie war das bei dir als Sänger, als Entertainer? Du musstest auch irgendwie Abstriche machen, oder? Ja, klar, du warst von heute auf morgen einfach immer nur zu Hause. Ne? Ich war vorher jedes Wochenende irgendwie auf Tour, war unterwegs und auf einmal, darfst du dann daheim vor der Kamera singen, ne? Und bin super froh, dass man endlich wieder was machen darf. Und gerade auch hier, die Leute haben Bock, klar, bei diesem herrlichen Sonnenschein heute. Und ist schön. Du warst ja dann bei uns, dann hast du gesagt, du willst ein bisschen so deinen Horizont erweitern, wenn ich das so nennen darf. Und dann haben dich die Wege nach Köln geführt. Ist das so ein bisschen zurück zu den Wurzeln Köln, DSDS? Was machst du jetzt? Genau, ich arbeite jetzt hinter den Kulissen bei verschiedenen Reality-Formaten für irgendwelche Privatsender, aber auch für verschiedene Streaming-Dienste und ziehe da ein bisschen die Fäden, darf die Leute aussuchen, die mitmachen, also mit dem Casting tätig. Ach, und ich wüsste da jemanden. Wir suchen ja meistens leider jung und attraktiv und das passt, glaube ich, beides nicht. Ja, jetzt muss ich aufpassen, jetzt wartet deine Mama schon auf Antwort und verschränkt die Arme schon. Ich sag nichts, ich bin lieb, ich hab's versprochen. Also das heißt, du castest? Genau, ich bin im Casting aktiv, aber auch redaktionell und bleib der Fernsehwelt auf jeden Fall treu. Jetzt muss ich aber auch sagen, neulich hatte ich mal irgendwann RTL geguckt, so nächtlicher Zeit, und dann gab's da so verschiedene Kästchen und da habe ich dich, glaube ich, auch entdeckt. Da hast du wahrscheinlich Sat 1 geguckt und nicht RTL. Genau, da war All Together Now, da durfte ich in der Jury sitzen mit 99 anderen Musiker-Kolleginnen und Kollegen. Und war eine coole Erfahrung, mal die andere Seite zu sehen und nicht bewertet zu werden, sondern selber bewerten zu dürfen. Da liefen dann 6 Folgen, glaube ich, freitags in der Primetime bei Sat 1. War auch mal wieder cool und auch vor allen Dingen nach Corona so viele Musiker auf einmal zu treffen, Jackpot. Vor allen Dingen, das Ganze wurde im gleichen Studio aufgezeichnet wie DSDS damals. Und dann da auf einmal in der Jury zu sitzen, wo du damals selber bewertet worden bist, war schon ein krasses Gefühl. Lass uns ganz kurz über DSDS schnacken. Ein paar Jährchen ist es bei dir jetzt her. Sagst du, hat es DSDS gut getan, dass ein Jahr wirklich Bohlen nicht dabei war, weil jetzt zur finalen Staffel ist er wieder da. Was sagst du? Ja, ich glaube, der Schock damals, dass er aufgehört hat, war ja erstmal groß. Also so wie DSDS ohne Dieter geht nicht. Hat ja trotzdem funktioniert, aber klar, ohne ihn hat was gefehlt und jetzt ist er wieder da. Und ob es wirklich die letzte Staffel sein wird, weiß ich nicht. Mal gucken, wie die Quoten wieder sind. Und vielleicht machen wir dann doch nochmal nächstes Jahr, übernächstes Jahr. Mal abwarten, wie die Quoten sind. Und dann geht das bestimmt noch ein bisschen weiter. Weil ich denke mal, ich meine, du bist jetzt auch ein Kind von DSDS. Es wäre schon schade, so ein Showkonzept einzustampfen, weil es sind ja doch viele bekannte Künstlerinnen und Künstler daraus entstanden. Das auf jeden Fall. Aber ich sag mal, irgendwann ist dieser Anreiz auch weg. Ne? Das Ganze gibt es jetzt 20 Jahre lang. Und du hast halt irgendwie immer wieder dasselbe natürlich, ne? Also von daher, klar, ist das eine Erfolgsshow, aber irgendwann muss man auch sagen, okay, bis hierhin und nicht weiter.
Wir gehen noch ein bisschen weiter. Wir wollen nämlich wissen, wo man dich das nächste Mal live erleben kann. Folgen noch ein paar Wochenende der Live-Auftritte. Wie sieht das aus bei dir? Ja, es geht weiter. Nächste Woche in Gülz, in Koblenz. Da bin ich unterwegs. Da ist das Stiftungsfest der Stiftung Kinderseele. Und da darf ich freitags auftreten, gemeinsam mit Torti de Banana und Daniel Färber. Samstag und Sonntag moderiere ich das Ganze und trete mal in deine Fußstapfen quasi. Es sei dir gegönnt. Und da freue ich mich drauf, am 21.09. auch wieder in Koblenz bei Special Olympics, auch eine ganz tolle Veranstaltung, da dann wieder gemeinsam mit Daniel Färber und Dörte Dutt. Ja, also es gibt noch ein paar Termine in der Region und ansonsten hier und da mal in Köln unterwegs. Und von Mario Specht geht es nun weiter zu Mario Specht. Wie Sie sehen, ist unser Kollege einfach super fleißig und hat immer die interessantesten Berichte für Sie vorbereitet. Und damit wünsche ich Ihnen nun auch bei dem folgenden Beitrag viel Spaß. In Neuwied heißt es Design im Wandel der Zeit. Und um Design geht es heute natürlich auch hier in dem Bericht. Denn ich bin hier in Neuwied und neben mir ist Herr Jacobi. Und Herr Jacobi, wenn ich das so sagen darf, Sie sind schon federführend, was die Ausstellung betrifft. Das ist richtig, oder? Ich fürchte ja, das entspricht der Wahrheit. Aber ich bin zu der Ausstellung ja gekommen wie die Jungfrau zum Kind und habe die mir praktisch unter Nagel gerissen. Okay, jetzt bin ich neugierig, wie ist das passiert? Weil es sind ja, das müssen wir unseren Zuschauern verraten, viele Exponate aus Ihrem Besitz, richtig? Ja, ja. Also ich konzipiere tatsächlich häufig Ausstellungen und meine Sammlungsobjekte sind ganz oft viel mehr auf Reisen als ich selber, also zumindest auch im größeren Umfang. Und Benita Roos wollte diese Ausstellung machen und hatte als Grundlage die Vitra-Miniaturen, also die man bei Vitra kaufen kann, also diese Designklassiker, die, die es halt eben in klein gibt. Und wollte dann praktisch zu diesen kleinen Miniaturen Originalmöbel dazustellen. Und also das erwies sich dann relativ schnell als kompliziert, denn zum einen sind das natürlich seltene Stücke und man bekommt die nicht einfach hier so um die Ecke. Und dann hat sie bei einer gemeinsamen Bekannten, Freundin angerufen, Barbara Friedhofen vom Eisenkunstgussmuseum in Sein, und hat gesagt, kennen Sie vielleicht jemanden, der diesen Eisenstuhl von Schinkel hat? Den hätte ich gerne mal irgendwie im Original für meine Ausstellung. Und dann hat die Frau Friedhofen gesagt, ja, wir haben den jetzt nicht zum Ausleihen, aber fragen Sie mal den Herrn Jacobi und der kann Ihnen da vielleicht weiterhelfen. So, und dann kann man es ganz schnell abkürzen. Benita Roos kam nach Bad Ems und hat mir von ihrem Ausstellungsprojekt erzählt und dann habe ich ihr nicht nur den Schinkelstuhl gezeigt, der ja jetzt hier hinter uns steht, sondern auch eine ganze Reihe anderer Objekte. Und dann habe ich gesagt, naja, jetzt einfach nur die Miniaturen neben die Originale zu stellen, finde ich ein bisschen zu einfach. Wir sind in Rheinland-Pfalz, wir haben eine ganz, ganz bedeutende Möbelgeschichte, Möbeltradition hier. Und dann holen wir einfach ein bisschen weiter aus. Und dann dröseln wir das Ganze mal einfach so aus den letzten 300 Jahren rheinland-pfälzischer Kunst-Kulturgeschichte, übertragen das in die Neuzeit und spielen einfach mal so mit dem Design im Wandel der Zeit. Und dann war auch schon der Ausstellungstitel geboren und der Rest umgibt uns hier gerade. Ich wollte gerade sagen, zeigt sich von selbst und präsentiert sich von selbst. Wie kann ich mir das vorstellen, wenn jetzt die meisten Exponate Ihnen gehören? Ja? Haben Sie zu Hause selber ein kleines Museum? Werden die eingelagert? Werden die mit Samthandschuhen angefasst? Oder werden die auch bei Ihnen präsentiert? Also die werden natürlich wohl behütet. Die sind alle bei mir zu Hause, also allergrößtenteils. Viele sind eben tatsächlich immer auf Reisen. Ich habe jetzt gerade erst eine Ausstellung in Hagen abgebaut mit 170 Leihgaben aus meiner Sammlung. Und das ist auf ungefähr 3000 Quadratmeter im eigenen Haus verteilt. Und wir selber leben natürlich auch mit Exponaten, allerdings relativ überschaubar. Also darf sich das jetzt nicht so vorstellen, als würde man bei uns in die Tür reinkommen und es ist vor lauter Stühlen und Möbeln kein Platz mehr. Mhm. Ganz im Gegenteil. Ich brauch die Konzentration auf das Objekt. Wenn ich das alles ständig um mich hätte, würde ich mich völlig verzetteln. Mhm. So, also um einen freien Kopf zu haben und um über die Dinge auch zu reflektieren, braucht es einfach eine gewisse Ruhe und eine gewisse, ich will nicht sagen Minimalismus, aber eine Struktur, also eine überschaubare Struktur. Wie hat meine Oma früher gesagt, manchmal ist weniger mehr, kann man das so sagen? Ihre Großmutter hatte völlig recht und der diesen Ausdruck ja geprägt hat, war Ludwig Mies van der Rohe, kein geringerer als er. Die meisten, denke ich mal, werden den Namen zumindest schon mal gehört haben. Und ein Exponat, der MR10, steht hier in der Ausstellung, natürlich stellvertretend nicht zuletzt genau für diesen
sehr, sehr klugen Satz. Bevor wir jetzt auf Design im Wandel der Zeit zu sprechen kommen, bis zum 30.12. kann man die Ausstellung auch hier in Neuwied noch erleben und genießen, möchte ich erstmal von Ihnen wissen, was ist für Sie Design? Was zeichnet Design von, ich sag mal, 0815 aus? Das ist eine ganz, ganz schwere Frage. Die habe ich neulich schon mal versucht, in einem Podcast zu beantworten und habe dafür 2,5 Stunden gebraucht. Können Sie es auf 2 Minuten runterschrauben? Also Design ist etwas, was uns alle im Leben, ob wir das nun bewusst oder unbewusst wahrnehmen, verbindet. Mhm. Also der Schwerpunkt in Rheinland-Pfalz ist ja oft die Römerzeit oder das Mittelalter und der Weinbau. Beim Weinbau sage ich mir, viele trinken Wein, aber die wenigsten leben in einem römischen Kastell oder in einer mittelalterlichen Burg. Mhm. Was aber die meisten haben, sind Stühle, Leuchten und viele, viele andere Alltagsgegenstände, über die wir uns durch den täglichen Gebrauch eigentlich keine Gedanken mehr machen. So. Design ist eigentlich eine, also man könnte das jetzt aus der kulturgeschichtlichen oder kunstgeschichtlichen Definition aufdröseln. Design ist im Prinzip der Versuch eines Gestalters in Kombination mit einem Handwerker, manchmal verbindet sich das auch miteinander, Alltagsgegenstände zu entwickeln, die zum einen wie eine Zeitkapsel, also eine zeitgenössische Zeitkapsel funktionieren, in der wir unsere Gegenwart reflektieren können, also dass wir sagen, das empfinden wir als modern oder das empfinden wir als zeitgemäß. So, und dann entsteht etwas sehr Interessantes, das interessiert mich dann eben insbesondere, dass eben diese Dinge mit retrospektiven Blick, also mit dem Rückblick in die Vergangenheit, sich als besonders praktisch oder als besonders innovativ, in welcher Weise auch immer, herauskristallisieren, dass wir sagen, wir haben ein innovatives Material. Hier steht ein Stuhl von Werner Panton, der erste Kunststoffstuhl praktisch, der in einem Monoblock-ähnlichen Gedanken entstanden ist. Oder wir haben hier einen Stuhl von Michael Tonet, der eben die Idee des gebogenen Holzes perfektioniert hat und damit eben auch eine Revolution ausgelöst hat im Bereich des Wohnens, des Sitzens, des Möblierens. Und und meine Aufgabe sehe ich darin zu sagen, also ich versuche die Spreu vom Weizen zu trennen. Retrospektiv geht das natürlich viel einfacher. Ich bin natürlich auch Opfer meines eigenen Geschmacks, gerade wenn es um zeitgenössische Dinge geht, aber retrospektiv ist das einfacher. Da kann man relativ, also ich sage es jetzt mal relativ leicht, sagen, das ist schon wirklich bemerkenswert in dieser Zeit oder sehr weit der Zeit voraus. Und das versuche ich mir dann rauszupicken. Das sind dann die Rosinen in der Kunstgeschichte. Und viele Rosinen sehen wir hier. Und was mir aufgefallen ist, und das ist das Spannende und wahnsinnig interessant, meine Damen und Herren, auch wie ihr das aufgebaut habt, dass im Prinzip die Jahreszahl da erstmal steht, bevor was zum Objekt dasteht. Und wir haben oben zwei Stühle, einer irgendwie von 1700 noch was und der andere von 2010. Und da sieht man mal, wie man damals schon seiner Zeit voraus war, richtig? Ja. Also das ist, Sie sprechen den Windsor Chair an, der ist so ja um die Zeit um 1800 plus minus. Und der Comeback Chair von Patricia Occhiola, eine spanische Designerin, wohlgemerkt eine spanische Designerin, die sich mit der englischen Sitzmöbeltradition auseinandergesetzt hat und gesagt hat, von Bequemlichkeit, von der Ergonomie ist es ein fantastisches Möbel, aber hinsichtlich der Produktionstechnik und auch der Materialien ist es nicht mehr zeitgemäß. Und sie hat gesagt, die Idee ist so toll, dass ich einfach versuche, mit modernen Materialien das Ganze, heute würde man sagen, ein Refresh zu machen und spielt eigentlich mit der Tradition, übernimmt auch die traditionelle Idee hinsichtlich der Bequemlichkeit, überträgt das Ganze aber in ein völlig modernes Material, was recycelbar ist, was also auch dem zum Thema Nachhaltigkeit, Ökonomie, Ökologie entspricht. Und das Ergebnis kann man oben sehen. Also wir entfernen uns auf der einen Seite von der Tradition, nehmen sie aber wieder mit und daraus entsteht ein neuer Gegenstand, der aber auf der Geschichte aufbaut. Und das ist dann wiederum das, was mich sehr, sehr fasziniert, dass ich sage, es ist nichts vom Himmel gefallen, die Dinge bauen alle aufeinander auf und manchmal ist es ein Rückgriff, der dann zu etwas Neuem führt und manchmal ist es eben auch eine zündende Idee, die dann eben die Zukunft schon vorwegnimmt. Was wir dann manchmal, wenn es entsteht, gar nicht wahrnehmen, weil wir sagen, puh, das gefällt mir jetzt aber gar nicht, das ist jetzt aber komisch. Aber 10, 20, 30 Jahre später, so ähnlich wie beim H-Kennzeichen vom Oldtimer, sagt man plötzlich, Mensch, das war ja Wahnsinn. So, und dann fängt es an daraus, also oft entstehen neue Ideen wirklich, gerade im industriellen Maßstab, erst mit einer gewissen Verzögerung, weil ganz oft gilt der Prophet nichts im eigenen Land, ne? Und der sich was Neues ausdenkt, da wird erstmal gesagt, das ist ja ein Spinner.
So, ne? Aber es gibt natürlich auch zeitlose Klassiker. Ich erinnere jetzt oder meine damit die Leuchten, die oben auch stehen. Bauhaus ist da natürlich auch, ja. Ich glaube, von 1923, wo man denken könnte, oder sie wird ja, glaube ich, bis heute noch produziert. Ja. Ne? Ja, also man muss dazu sagen, die Idee des Bauhauses ist natürlich fantastisch. 2019 habe ich im Landesmuseum Mainz eine schöne Ausstellung zum Thema Bauhaus machen dürfen. Und man darf aber eins nicht vergessen, diese Leuchte beispielsweise war zur Zeit, als sie entstand, überhaupt nicht gefragt. Das wollte niemand haben. Das war ein. Passte nicht. Das passte nicht in den damals üblichen Zeitgeschmack. Das ist, als würde vor uns ein UFO landen. Mhm. So. Und die Idee, eine Leuchte oder ein Sitzmöbel für jedermann, also hinter uns steht ja der B64 von Marcel Breuer, auch das ein Objekt, was praktisch im Kontext des Bauhauses entstanden ist, damals so modern und innovativ, das wollte keiner haben. Das sah auch so aus, als wäre das ein billiges Möbelstück. Mhm. So. Das hat also erstmal eine Zeit gebraucht, bis das ins Bewusstsein der Menschen gesickert ist. So, und die Idee, Möbel für jedermann, hat sich dann eigentlich, und da ist diese Leuchte ein sehr, sehr schönes Beispiel, eigentlich umgedreht, denn sie ist heute eben nicht eine Leuchte für jedermann, weil sie viel zu teuer ist. Also die Idee, dass man eine Leuchte für jedermann macht, ist umgeschlagen in eine Leuchte, die heute zu einem Luxusgegenstand geworden ist. Und das zeigt irgendwo auch, dass die Idee, also in eine innovative Idee, die also auch in die Gesellschaft hineinkommen soll, erst mit einer ganz großen Verzögerung entsteht. Und ich muss es leider sagen, IKEA war tatsächlich die Firma, die eigentlich die Idee des Möbels für jedermann erst umgesetzt hat. Ich sehe das auf der einen Seite mit großer Bewunderung, weil diese Initialzündung von IKEA sehr, sehr wichtig war. Heute sehe ich es natürlich sehr kritisch, unter ökologischen und unter Nachhaltigkeitsgesichtspunkten punktet IKEA aktuell gerade nicht so wirklich. Aber wenn man sich zum Beispiel das Billigregal, was hier in der ersten Version von 1979 anschaut und man das, und das werde ich im Rahmen von Führungen dann auch mal zeigen, dann fragt man sich, warum sind eigentlich die Regalbretter nicht durchgebogen? Jeder kennt das Problem, hat ein Billigregal zu Hause, stellt ein paar Bücher rein und plötzlich biegt sich das durch. So, und ich denke jedes Mal, das muss nicht sein. Und wenn man sich die Originalversion anschaut, passiert es nicht. Warum das so ist, das sage ich dann erst in der Führung. Wunderbare Schlusswort. Also ich meine, spannendes Thema. Ich könnte hier noch eine Stunde Fragen stellen und zuhören. Aber, meine Damen und Herren, Sie haben es gerade gehört, es werden auch Führungen dargeboten. Und wenn Sie mehr wissen wollen über Design im Wandel der Zeit, dann ganz schnell nach Neuwied. Kontaktdaten, E-Mail-Adresse ist jetzt unten eingeblendet. Und machen Sie auch mal eine Zeitreise und sehen Sie, dass manche Dinge, wo wir denken, hui, die sind gar nicht so alt, doch schon ein paar Jährchen auf dem Buckel haben, das darf ich so sagen. Herr Jacobi, vielen, vielen Dank und bis Ende des Jahres haben wir hier noch eine tolle Ausstellung. Das will ich hoffen. Wunderbar. Zurück ins Studio. Und damit sind wir auch leider schon wieder am Ende unserer Sendung angekommen. Sollten Sie sich einen unserer Beiträge noch einmal anschauen wollen, dann können Sie das ganz einfach auf unserer Website www.tv-mittelrhein.de tun. Neue Berichte haben wir dann morgen wieder für Sie, weshalb ich mich sehr freuen würde, Sie auch morgen wieder begrüßen zu dürfen.